hat den Vorfahrt gewähren? Wer hat Vorfahrt gewähren, du Trottel, du Blöder? Schau auf den Scheißschild! Bevor es so richtig losgeht, meine Leicester-Schwestern und Königsanwärter, schaut doch einmal bei mir im Fanshop vorbei, damit ihr auch so richtig ausgerüstet seid, wenn es wieder hier richtig rund geht. Link findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Los geht's! So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar Zuschauerclips Nummer 15. Und wir fangen mit Thomas an. Man darf nur nach links, man darf nur nach rechts, nicht geradeaus. Was macht er? Er fährt geradeaus. Erinnert mich immer an so einen Fahrschüler, an eine Situation mit einem Fahrschüler, war sehr lustig, wo ich gesagt habe, bitte die nächste links, er blinkt rechts, fährt aber geradeaus weiter. Das ist hier, es könnte mein Fahrschüler sein, ja. Vielleicht ist das ja, wer weiß. So, bei uns geht's weiter. Mit Kultig sind wir unterwegs und Markierungen lesen ist nicht immer so einfach. Gerade wenn gelbe Markierungen weiße Markierungen aufheben, wie auch immer. Aber hier ist es jetzt gerade nicht. Und zwar, warte mal, wo waren die denn gewesen, bitteschön? Wir schauen uns mal das Schild an. Das Schild sagt uns, geht zwei Spuren geradeaus und die ganz rechte ist, wird dann eine Rechtsabbiegerspur. Ja, ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, okay, das ist die Rechtsabbiegerspur. Okay, der hätte jetzt einfach nur... Start recording emergency video. Hätte einfach nur der Spur folgen müssen. Das war's gewesen. Okay. Überfordert wahrscheinlich. So, wir sind mit Daniel unterwegs und da fährst du so durch dein Örtchen. Ja, die Sonne scheint, du denkst an nichts Böses. Und eine schöne Kurvenfahrt. Und dann das, Achtung, da kommt ein LKW, überholt, sieht man ein bisschen, ja, das ist nicht schönes Material, nicht gutes Material, aber trotzdem, Daniel, vielen, vielen Dank dafür, überholt in der Kurve hier ein Fahrradfahrer und noch nicht mal 1,50 Meter Abstand, ja, nichts, in der Kurve und holla die Waldfee, das ist... Daniel muss jetzt hier stehen bleiben, ja. Daniel muss abbremsen und der Radfahrer hat bestimmt auch einen Schock weg. Ja, also innerortskurve, LKW. Ja, auch die Maskenpflicht wird gelockert, bleibt aber überall dort, wo auch gefährdete Menschen hin müssen. So, weiter geht's. Wir gucken mal nach rechts. Dort ist die Auffahrt. Hier kommt er jetzt. Wir sehen noch sehr schön. Achtung hier, Vorfahrt gewähren. Es geht auch nur geradeaus, aber Vorfahrt gewähren. Kurz davor hatten wir noch das Vorfahrtsschild. So, aber wenn jetzt er hier drauf will, dann will er halt hier drauf. Und dann zieht er rüber. Dominik bremst nochmal richtig ab. Wo soll ich denn hin? Und da Dominik absolut recht, wo soll er denn hin? Also du musst jetzt gucken, wenn du auf dem Einfädelungsstreifen bist, musst du jetzt gucken, wie komme ich jetzt hier rauf und nicht einfach rüberziehen und sagen, ja, Digga, ich habe keine andere Möglichkeit. Also, Platz da, ich komme. Das funktioniert halt nicht. Und Dominik richtet sich zu Recht auf, aber wie das Video jetzt weitergeht, da bin ich jetzt nicht so ein Freund von, aber ich kann mich in Dominik reinversetzen und ich fühle es. Den Auftakt machte Fahnenträgerin Annalena Forster. Die 26-jährige Monoskifahrerin fuhr. Jetzt kommt nämlich der Fahrer, überholt Dominik und bleibt neben ihm stehen. Wer hat den Vorfahrt gewähren? Wer hat Vorfahrt gewähren, du Trottel, du Blöder? Schau auf den Scheißschild! Silber für die erst 15-jährige Lynn Katze. So, und der andere stumm. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Stumm. Ja, kann er doch. Für Leonie Marie. Ich hab's auf der Kamera. Aus dem ARD Paralympics-Team. Was, ich bin 80 gefahren? Hey! Sag mal, spinnst du? Heute habe ich nur aggressive Clips, glaube ich. Fahrrad Dashcam Leipzig. Mit geführten 30 cm Seitenabstand wurde er überholt. Und da darf man sich schon mal drüber aufregen. Aber Fahrrad Dashcam Leipzig wäre nicht Fahrrad Dashcam Leipzig, wenn er den Fahrer jetzt noch zur Rede stellt. Wir hören rein. Sagen Sie mal, wollen Sie mich umbringen oder wie? Wollen Sie mich umbringen oder was? Es war vielleicht so viel Abstand. Ja, dann können Sie mich überholen, wenn Gegenverkehr ist. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, na, mehr war ja Gegenverkehr, mehr Seiten, Sicherheitsabstand konnte ich dir nicht geben oder irgendwie sowas. Er hat Fahrrad Dashcam Leipzig absolut recht, dann geht das halt nicht. Dann darfst du nicht überholen. Dann müssen Sie warten. Richtig. Überholen Sie auch Autos im Gegenverkehr oder was?
Also. Das war's aber noch nicht gewesen. Jetzt kommt noch mal ein Fakt. Meine Güte, ey, manchen Leuten sollte echt der Führerschein abgenommen werden. Richtig. So, bei uns geht's weiter. Wir haben vor uns einen Rechtsabbieger. Dieser Rechtsabbieger wartet wegen dem Rückstau, aber hätte jetzt er mal ein bisschen so den Schulterblick gemacht, ja, würde er sehen, oh hoppla, da ist ja ein Fahrradfahrer. Ich weiß jetzt nicht, ob der Fahrradfahrer die ganze Zeit schon da stand oder sich dorthin geknaspelt hat neben ihn. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da nicht in den toten Winkel reinrutscht. Dann muss man als Fahrradfahrer oder generell als Verkehrsteilnehmer auch drauf aufpassen, befinde ich mich hier gerade im toten Winkel, weil das ist natürlich, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn der andere vergisst den Schulterblick und dann sich selbst dann oder mich dann halt im toten Winkel nicht sieht. Ja, so, die Situation weiß ich jetzt nicht, wie sie jetzt ist. Trotzdem hätte der Weiße nochmal einen Schulterblick machen müssen. Oha, oha, oha. Da, fast überfahren. Hast du das gesehen? Hast du da auf dem Band? Der Sascha freut sich. Ja, nicht der Sascha. Nicht der Sascha. Der Fahrlehrer freut sich für das Video. Nicht der Sascha, der Fahrlehrer. Boah, ja, den fast überfahren hier. Ja. Dodo fragt, dürfen die das? So, achtet mal auf den Bus. Der Bus hält jetzt an seiner Bushaltestelle. Dies hier, liebe Freunde, ist eine Linksabbiegerspur. Und da bleibt jetzt der Bus stehen. Wir sehen es hier am Schatten. Und die fahren jetzt alle über die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs. Und Dodo fragt, dürfen die das? Und dann habe ich ein eigenes Beispiel mal eigenes Beispiel haben wir mit reingenommen. Beispiel oder auch 2G oder 3G-Regel. Und zwar genau dieselbe Situation. Der Bus hält jetzt hier an der Haltestelle an. Das ist eine Linksabbiegerspur. Ich wollte da nämlich drauf, weil ich jetzt links abbiegen möchte. Und die fahren jetzt am Bus vorbei. Und schaut mal, deswegen macht man sowas nicht. Beziehungsweise, Sie haben es ja eben auch schon. Weil ich hätte fast den Rollerfahrer runtergeholt vom Bock. Durchgezogene Linie wird nicht überfahren. Mhm. Nicht, wenn der Bus an der Bushaltestelle steht. Jeder Mensch für sich selbst beschließen. Ich trage weiter eine Maske. So, bleiben wir mal beim Bus. Aber um den Bus soll es nicht gehen. Auch nicht um den Autofahrer davor. Sondern schaut man nach rechts auf die Weide. Da sind die Pferde. Und ein Pferd denkt sich, nö. Ich gehe mal hier lang. So, ihr Lieben, gerade bei Pferden auf der Fahrbahn, auch wenn sie vor Kutschen gespannt sind oder ein Reiter drauf sitzt, immer, immer Vorsicht. Denn, das sage ich zu meinen Fahrschulen auch immer, Pferde und Männer sind Fluchttiere. Da muss man aufpassen. Ja, da muss man aufpassen. Matthias, alles richtig gemacht, er ist immer stehen geblieben, abgewartet. Pferd ist weg, los geht's. Weiter. So, und jetzt zeige ich euch mal, ich habe das Video mal ein bisschen schneller gemacht, ja. Jetzt zeige ich euch mal so ein typisches Chaos-Rush-Hour-Ding in Berlin, ja. Es ist jetzt, wie spät haben wir es hier? 15.21 Uhr, perfekt. Zwischen 15 und 16 Uhr, teilweise noch bis 17 Uhr rein, absolutes Chaos in Berlin, ja. Weil jeder will irgendwie nach Hause, es ist einfach nur Rückstau. Und wenn da jemand dabei ist, der einfach nur an sich denkt und denkt, ey, okay, die meisten denken ja nur an sich, aber so extrem, wie das jetzt passiert, so selbstsüchtig, es ist jetzt schon Chaos, aber so passiert das absolute Chaos. Schaut mal, achtet mal bitte links, da steht schon der Schwarze, hier, der fährt jetzt raus, will eine Lücke nehmen, es gibt aber keine Lücke, trotzdem fährt er jetzt raus, bleibt stehen und ich spule vor. Ja, also ich mache schon ein bisschen schneller. Der LKW kommt nicht vorbei, er blockiert komplett die Spur. So, jetzt fahren ein bisschen nach vorne, spektakulär, lässt auch ein bisschen Platz, reicht aber nicht. Trotzdem ist noch eine Spur von ihnen hier gesperrt. Jetzt müssen die alle da irgendwie rum, Reißverschlussverfahren. Keiner lässt jetzt den BMW durch, weil die wollen ja auch ein bisschen, der Fahrradfahrer auch noch mittendrin. Herrlich. Okay, Frage, was könnte man jetzt hier machen? Mal davon abgesehen, dass da sowieso eine durchgezogene Linie ist. Also man das gar nicht will, hier sehen wir hier sehr schön, dass man gar nicht will, dass man hier links abbiegt. Da muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Also wenn ich jetzt hier stehe und sehe, okay, verdammt, dann muss ich halt jetzt erstmal, geht's halt nicht links, sondern geht's halt erstmal rechts rum. Und dann muss ich gucken, wo ich irgendwie wenden oder umkehren oder umfahren kann, wie auch immer. Aber das ist Egoismus. Pur, ich stelle hier alles dicht, mir völlig egal, ich will hier keinen Umweg fahren, ja nichts, dann müsst ihr halt alle warten.
Hauptsache, ich krieg hier meinen Senf. Ja? Und das ist nicht geil. Da könnt ihr jetzt einen Kommentar schreiben, hier, aber wenn, das ist hier nicht geil. Das ist nicht geil. Es ist eine Gefährdung, ne? Und Punkt aus. So, wir sind hier mit dem Chefkoch unterwegs und das Video heißt auch so, bin ich unsichtbar? Der unsichtbare Chefkoch, Grüße gehen raus mit Pippi, war das Pippi? Pippi. Pippi kriegt auch nochmal Grüße von mir. So, weiter geht's. Wir fahren jetzt also hier schön lang. Scheint hier ein Fußweg und Radweg zu sein. Und es kommt halt, wie es kommt. Wir wollen geradeaus. Da sind Rechtsabbieger. Er schaut nicht. Der wird nochmal richtig schön auf die Tröte getroffen. Der unsichtbare Christian kriegt Konkurrenz vom unsichtbaren Chefkoch. Weiter geht's. So, Chefkoch hat mir hier noch was reingeschickt. Und zwar, wir biegen jetzt rechts ab. Und jetzt passiert Folgendes. Das ist Wenden in drei Zügen oder Umkehren in drei Zügen. Liebe Freunde, wenn ich das in der Nebenstraße mache, in so einer 30er-Zone oder was weiß ich was, ist das völlig okay. Aber wenn ich außerorts auf so einer Straße, wo ein bisschen schneller gefahren werden kann anscheinend als 50 km/h, ist dies, sorry, muss ich so sagen, eine der dümmsten Ideen, die du haben kannst, hier in drei Zügen zu wenden, Schrägstrich umzukehren. Fahrt doch weiter und dann guckt, gibt es hier eine Einfahrt, gibt, ach, keine Ahnung, irgendwas, wo ich, wo es, aber das hier mitten auf der Fahrbahn, ah, nicht geil. Und zum Glück kam jetzt nur Chefkoch mit seinem Fahrrad. So, dann geht es weiter. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückhalten. Jonathan hat hier was entdeckt und zwar, ich werde jetzt kurz was dazu sagen und dann lasse ich das Video einfach mal laufen. Wir schauen mal jetzt rechts auf dem LKW und achtet mal unten auf die Folie. Die ist ganz schön ausgebeult. Nicht nur links, nachher, wenn er überholt, sieht man das auch nochmal auf rechts. Er hat zwar hier die Warntafeln draußen, aber trotzdem, das sieht nicht richtig aus. Achtet mal drauf. Hier. Er hat die Warntafeln draußen, aber trotzdem sieht nicht gut aus. Nicht richtig. Okay, Laura. Wie kann ich helfen? Ruf die Polizei. Also, Jonathan ruft jetzt die Polizei. Funktioniert nicht gleich beim ersten Mal. Mit der Sprachsteuerung. Aber jetzt haben sie es geschafft. Jetzt ist die Polizei dran. Ja, guten Tag, Jonathan. Mein Name. Ich bin gerade auf der A4 zwischen Klettenberg und dem Kreuz West. Hinter mir ist ein LKW, bei dem ich glaube, dass die Ladung sehr gegen die Plane drückt. Dass die nicht gesichert ist. So, jetzt spricht die Polizei. Ich fahre aufs Kreuz West zu, von Klettenberg aus. Fahrt Richtung Aachen. Genau. Die Plane ist auf beiden Seiten sehr nach außen gedrückt bei dem LKW. Jetzt, der ein oder andere LKW-Fahrer wird ja jetzt zuschauen. Ihr könnt ja gerne mir mal dazu was sagen, in den Kommentaren schreiben. Ist das so korrekt? Mit LKW, da bin ich nicht ganz so fit drin. Ich bin nur Fahrlehrer für BE. Aber für mich sieht das jetzt nicht richtig aus. Irgendwie. Ich muss jetzt auf die 1 wechseln. Ich weiß nicht, ob der LKW hinter mir auf der 4 bleiben wird. Zwischen Kreuz West, also ich bin jetzt am Kreuz Köln West. Okay, dann weiß ich Bescheid. Alles klar. Super, danke. Also die Stimme wurde hier verstellt von mir. Nicht, dass ihr denkt, dass der Polizist so gesprochen hat. Jonathan, bis dato alles richtig gemacht. Ich würde es auch richtig. Ich wüsste es jetzt auch nicht ganz genau, ne? Obwohl er ja die Warntafeln, Entschuldigung, dass er, der hatte die Warntafeln aufgeklappt. Aber ich würde, glaube ich, auch die Polizei rum sagen, Leute, hier sieht schon sehr merkwürdig aus. Es sieht nicht richtig aus. Weiß, das ist ein weißer DAF.
Der hat vorne so ein gelbes Schild unter der Windschutzscheibe hängen. Ich kann aber nicht erkennen, was da drauf steht. Gerne. Wiederhören. Tschüss. Danke, wiederhören. Energy Drink hat er. So, mit meinem Fahrrad unterwegs, Nachtfahrt und ja. Der Hase. Und weiter geht's. Den habe ich aber auch hier. Ah, der Schreckmoment. Ja. Die Reaktion war quasi da. Hast du mich gebremst gehabt? Ich hatte Fuß drauf, aber du hast gebremst. Na, siehst du, war der ganz stolz. So, dann nochmal was Lustiges. Hört mal auf die Musik. Das ist der letzte Clip für heute. Hört mal auf die Musik. Fand ich sehr süß. Habe ich mit reingenommen. Pass auf. Und der Blick geht nach rechts. Und hört auf die Musik. Ja, das passt sogar. Schade, war doch kein Ding. Ich fand's knuffig. So, ihr Lieben, das war schon wieder gewesen von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Das war euer Fahrlehrer. Ich bin raus. Dankeschön. Tschüss. Und ja, denkt mal hier mit den LKW hier. Ne? Gebt mir mal Bescheid. Dankeschön. Tschüss.